Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed. Ja, wir sind wieder in der Garage, denn wir könnten mal beim GTR ein bisschen gucken, was wir leistungstechnisch dann noch rauskitzeln können, habe ich mir gedacht. Wir haben nämlich ordentlich was auf dem Kasten unten links. Level 33 sind wir mittlerweile und 89.724. Das bedeutet, wir könnten da wahrscheinlich schon ein bisschen was machen. Hier Motor aufladen, kann man besser einen Turbolader. Bei 40, okay. Alles bei 40 freigeschaltet. Okay, bei Level 40 haben wir Upgrade des Todes. Wird leider noch 7 Level hin. Motorblock. Gibt's da vielleicht was Neues? Level 45. Mann, da geht ja gar nichts. Nockenwelle. Nein, 34. Ist okay, ja. Mhm. Geht gar nicht. Ist das dein Ernst jetzt gerade? Geht wirklich nichts neu? Naja. Bin ich jetzt umsonst hier? Oh, nein. Doch. Das ist ein schlippbares Zeug. Das brauchen wir nicht. Reifen. Das ist ein Grip, das ist Drift und das ist auch Grip. Wir könnten die besten Grip-Reifen draufziehen. Alles klar, machen wir. Easy. Bremsen, wieder einstellbares Zeugs, Handpumps auch, Stabilisatoren. Ist auch einstellbares Zeug, ja, brauchen wir nicht. Luftfilter. Komm schon, das Beste. Türsystem. Könnten wir ein besseres kaufen? Machen wir auch. Komm schon, ich will die 1000 da oben rechts haben, Mann! Emissionen. 48. 40. 41. Ach komm! Ich will doch nur die 1000 oben stehen. Wir sind schon einmal durch, ne? Ja, okay. 4 PS haben wir noch rausgeholt. Geil! Deswegen waren wir jetzt in der Garage hier. Optik-Tuning. Ah, da rein zufällig irgendwo was. Dürfen wir alles nicht? Wir haben doch nirgends Teile. Das ist so dumm. Das ist nicht voll schade. Spoiler hätten wir. Haben wir mittlerweile ein Bodykit vielleicht? Warte mal, wir haben ja Teile vorher. Die müssten jetzt eigentlich im Wareneingang sein, ne? Racer Style. Kein eigener. Für mehrere Wagen. Das sind Reifen, die brauche ich nicht. Das ist auch Reifen. Racer Style. Für keinen eigenen Wagen. Für mehrere Wagen. Ist wieder Reifen. Flügel, keinen eigenen Wagen, viel mehr. Oh, Zeit. 2,25 Kilogramm, das ist doch gar nichts. Wir brauchen das. Seitenschwelle für keinen eigenen Wagen, Ich mich gerade für Einlassbeleuchtung. Für was braucht man denn ein? Kraftstoffpumpe für unseren schönen Nissan. Geh her. Machen wir mal durch, vielleicht haben wir noch irgendwas. Ne, kriegen wir nicht mehr. Okay. Ist das jetzt schon automatisch eingebaut oder? Nein, eingebaut ist es nicht. Was war das jetzt nochmal? Oh scheiße, was war das nochmal? Was ist ein Auspuff? Das war doch irgendwas anderes. Was war denn das nochmal? Ich bin so ein Lift-Filter vielleicht? Nein. War es ein Kühlsystem? Ich weiß es nicht mehr. Ansaugbrücke vielleicht? Nein. Kraftstoffsystem vielleicht? Nein. Motoraufladung? Natürlich nicht. Elektrosystem? Nein. Zündung? Nein. Hörgerät? Nein. Motorblock? Nein. Nockenwelle? Nein. Zylinderkopf? Hä? Was soll es denn noch sein? Hallo, ich hab schon alles durch. Hä? Verarschen? Ja, ich glaube, wir werden gerade verarscht. Ach hier. Hier haben wir noch eine Bremse, die wir zuweisen könnten, rein theoretisch. Na komm, dann weisen wir das zu, wenn wir schon zuweisen können, Handbremse. Ne, wieder haben wir nichts mehr. Wahrscheinlich war es schlechter als das, was wir schon eingebaut haben. Deswegen wird es uns ja nicht hier angezeigt. Okay, lassen wir das einfach so stehen. Egal, lassen wir das so stehen. So, fahren wir raus mit uns, wir sind schon viel zu lange hier in der Garage. Ich will fahren! So, fast 5 Minuten vertrödeln in der Garage, wo wir eigentlich ganze 4 PS rausgekriegt haben. In 5 Minuten 4 PS. Okay, in Real Life wäre das schon ganz krass, aber nicht in dem Spiel. Da kann ich in 4 Minuten, in unter 4 Minuten, in 3 Minuten kann ich da 500 PS rauskriegen, wenn ich will. So. Wo fahren wir denn heute hin? Batz. So.
Wir wollten zu Spike, ne? Spike wollten wir. Oder ist hier oben irgendwas? Okay, Spike ist ein bisschen weit weg, kann das. Komm, wir teleportieren. Wir werden uns einfach mal teleportieren. Leute, wir machen das eigentlich sonst nicht, aber ich will weiterkommen in der Quest 3 und ich hab mega Bock, was Magnus da noch nach mit uns macht und so weiter. Was er mit uns macht. Rayon, bedenke deine Wortwahl, mein Padawan. So, hab ich ja Bock. So. Hohes Tempo ist im Sprintrennen wichtig. Es gibt keine zweiten Runden. Das stimmt sogar. Lass das Drehmoment spielen. Schwer. Merkt es einem hier. Okay, jetzt packen wir das verdammte Ding. Yep. Wir machen ihn jetzt fertig, den guten Magnus Walker. Dann wird es gleich wieder zum Magnus Kriecher. Er war schlecht. Er war so schlecht, der Witz. Ich hab ein paar schlechte Witze auf Lager. Was war das denn? Alter! Ernsthaft! Jetzt kommen die Bullen auch noch! Das ist gerade nicht zweckdienlich hier! Verdammte Scheiße! Das ist auch gar nicht zweckdienlich, dass wir hier zwischen die Pfosten rumfahren! Ist uncool! Lass das! Uncool! Nein! Ich glaube, uns merkt, dass diesen einen Patzer gerade verzieht. Oder verzeiht. Ich glaube nicht. Ich werde einfach trotzdem mal durchfahren, sonst kann ich nicht gleich neu. Ist okay. Alter. Respawn mich mit 300 km/h. Ist okay. Ja, ist gut. Alter, das Rennen kann nichts mehr werden. Ich fahr's trotzdem durch, weil ich dann einfach die Strecke kenne für den zweiten Lauf. Das ist halt mehr oder weniger okay. Aber noch mehr Cops. Ist okay. Steh auf der Straße. Wenn du sterben willst, bitte. Oh shit. Das hätte man besser wischen können, aber egal. Kaum driften, ich brauch's Nitro. Schön. Schön reinschneiden. Diese Pfeiler, ne? So assi. Das wird nichts mehr. Schon vorbei. Wo ist denn das Ziel, wenn ich die Strecke kenne? Vorhin wäre das Ziel schon. Okay. Wir hätten die zwei leichten Patzer nicht gemacht, hätten wir es geschafft. Okay, ich fahr trotzdem einfach mein Ziel, weil ich dann Geld bekomme. Das ist übrigens ein kleiner Tipp von mir. Fahrt trotzdem ins Ziel, auch wenn ihr es nicht geschafft habt, ihr kriegt trotzdem ein bisschen Geld. Und die werde ich Geld brauchen im Spiel. Glaubt mir. Ja, ist okay, überspringen das bitte. Spike, nein, ich will keinen Kommentar von dir lassen. Ich mach das direkt nochmal. So. Ach, wir spawnen hier gleich daneben. Spike, halt die Klappe, ich will nichts von dir gerade. Ich will nicht deine mitleidserregenden Klänge hören. So, dann ballern wir nochmal rüber. So, lass das Drehmoment spielen, unser Beater Magnus neuen Rekord. Alles klar, Magnus. Okay, jetzt packen wir das verdammte Ding. Yep. Der GTR ist wahrscheinlich schon wieder Schrott, wie es aussieht, aber. Wir packen das trotzdem, Spike. Easy, natürlich. Null Probleme. So, um mal Ideallinien zu fahren. Das wäre, glaube ich, ganz krass bei dem Rennen hier. Oh, shit. Wow, 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 Alter. Mit dem Pfosten oder mit dem Pfeilern hier in der Mitte von der Straße, das war gerade ein bisschen... Wow. Geil, dass wir das geschafft haben. So, hier beschleunigen wir mal schön rauf. Mal, dass wir nicht jeden Passanten rammen. Oh shit. Oh. Alter. Die Strecken werden immer anspruchsvoller. Das ist unglaublich. Hier davon haben wir eine krasse Kurve. Ist okay. Aua. Alter. Ja, okay. Ist logisch, dass ich die Karre da weghaue. Alter, geh weg vor mir. Hot Wheels Truck. Alter, was war das denn gerade? Hier mal schön rein abkürzen, das ist ja geil. Auch schön rein. Komm, das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Lass die funktionieren, bitte. Das ist die sechste Folge in Folge, die ich jetzt aufnehme, ne? Die soll funktionieren, ich will jetzt einen Kasten haben. Es ist 6 Uhr morgens, ich will schlafen, verdammt. Lass mich das jetzt schaffen, bitte. Komm schon, da war jetzt das Ziel. Mach hin jetzt! Ja, Mann! Easy! 11 Sekunden schneller als das, was wir müssten. Geil!
Nice. Sehr, sehr, sehr schön. Oh, ich muss meinen Controller ablegen. Aua, mein Genick. Warte mal, das hört man, glaube ich, wahrscheinlich auch sogar in der Aufnahme. Au. Haben wir das Knacken gehört? Das tat weh. Mein armes Genick. Ach, Magnus. Hey, hier ist Magnus. Ich habe euch Jungs da draußen fahren sehen. Sehr beeindruckend. Wenn ihr an meine Zeiten herankommt, können wir vielleicht da draußen zusammen eine Runde drehen. Rock on. Cheers. Ja, cheers. Haben wir das nicht gerade? Sie haben doch gerade einen Rekord gemeistert. Urban Outlaw. Müssen wir irgendwo... Treff die Gang im Longhorn. Ich glaube, das könnte das Finale sein. Will sich Magnus mit uns treffen? Wir fahren zum Longhorn. Ich fahre da. Denn ich will das genießen. Vielleicht steuern wir gerade auf das erste Treffen mit einer Ikone aus Need for Speed. Aus dem Need for Speed 2015er Edition und so weiter. Vielleicht treffen wir gleich die erste Ikone zum Spiel. So, das wollte ich sagen. Nämlich Magnus fucking Walker. Aber wie Spike wohl darauf reagieren wird, ich weiß es nicht. Es ist ja gerade sein großes Vorbild, sein Idol, seine Ikone. Mal gucken, wie Spike reagiert. So, das kriegen wir noch rein in die Folge. Das will ich noch reinkriegen, egal. So. Machen wir das Teil hier noch schön rum. Ist okay, ja, Hot Wheels Truck, halt. Geht's dir so, lieber Hot Wheels Truck? Heißt fertig? Ich komme nicht rüber. Tut mir leid. Oh, Beschleunigung. Mach hin. Alter, wo schickst du mich hier lang, verdammte Scheiße? Verdammt schöne Kurve schickst du mich hier. Dann fahren wir noch schnell an der Bande entlang. Ist auch okay. Hat auch was. Es gibt schöne Rallye-Streifen. Das ist auch ein Vorteil. Oh, fahren wir hier mal rum. Ich gehe auf die andere Seite. Da waren wir wohl zu schnell, würde ich sagen, oder? Alter, meine Reaktionszeit, ne? Ich nehme jetzt halt ungefähr, ungelogen, 6 Stunden auf. Ich habe heute vor der Need for Speed Aufnahme, vor den 6 Folgen Need for Speed, die ich gerade am Aufnehmen bin, schon eine Elder Scrolls Aufnahme mit Herzi. Oh shit, und davor hatte ich eine Story Aufnahme mit TTT mit Chris. Ah, der Tag heute ist so fucking voll geballert mit Aufnahmen. Ich bin durch, Leute. Ja, Spike. Hey, keine Ahnung, Spike. Ja, kein Problem. Geht schon klar. Was meinst du, sollen wir zum Longhorn fahren? Kann ich. Ich hab noch was zu erledigen. Ach ja? Verrätst du es niemandem? Was verraten? Ich bin ein Outlaw. Ich hab mich mit den Cops angelegt. Was? Im Ernst? Nein, blöd, Mann. Du bist echt hart drauf, weißt du das? Fahr zum Longhorn. Nach 5 Minuten wirst du alles vergessen und dich wieder gut fühlen. Ach, wie du meinst. Hey, Noob. Lass ihn heute Abend nicht allein. Pass auf ihn auf, ja? Wir sehen uns später in der Werkstatt. Fuck, alles so ein Stuss zusammen, das ist unglaublich. Meine Reaktion ist gerade bei Null. Spike, erleuchte meinen Tag bitte. So, ah, meine Augen tränen. Ach du Scheiße. Ah, Billards, geil. Eine Runde Pool. Hey, hier ist Magnus. Ich habe euch Jungs da draußen fahren sehen, sehr beeindruckend. Wenn ihr an meine Zeiten herankommt, können wir vielleicht da draußen zusammen eine Runde drehen. Rock on! Cheers! Hey, oh Mann! Wie kommt er an deinen Decknamen? Guck mich nicht an. Du weißt, was das heißt, Bro? Du hast es verdient. Nicht schon wieder. Ihr beide verdient es. Nee, Robs. Ich gönne es ihm. Wie unser Homie hier durch die Straßen rast, kein Wunder, dass Magnus ihn anruft. Weit ist es nicht mehr. Gib Bescheid, dann legen wir los. Komm. Robin sah gerade voll hübsch aus. Darauf habe ich geachtet. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie gerade gelächelt hat. Oder sie hat eine neue Schminke aufgetragen. Aber egal, Leute. Ich weiß nicht, wie lange die Folge geworden ist. Ich beende das hier und ich muss, glaube ich, noch eine Folge aufnehmen. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht ist das jetzt die letzte Aufnahme von der Aufnahmesession heute. Aber egal. Wir sind auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Morgen 16 Uhr, wie gewohnt, Need for Speed. Ja, Kritik und andere nette Kommis unten einfach rein in die Kommentare, wisst wie es läuft. Lasst auf jeden Fall auch eine Bewertung, damit ich weiß, ob es euch gefällt oder eben nicht. Ich leg mich jetzt auf so. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Rayon out, ciao.